Liebe Handballfreunde, Parkstraße, man mag es nicht erkennen, aber doch im Räumchen bei mir zu Gast der Marc Schlingensief, Trainer der ersten Damenmannschaft. Und Marc, ihr habt eine längere Pause hinter euch jetzt. 3 Wochen, ist das richtig, wo ihr keine Spielpraxis hattet? Genau, 3 Spiele, 3 Wochenenden hatten wir seit dem letzten Spiel in Königsdorf. Wir hatten jetzt am Wochenende ein Pokalspiel gegen Schwarz-Rot gehabt. Die haben leider abgesagt, hätte ich natürlich gerne genommen nach den spielfreien Wochenenden. Aber gut, das müssen wir jetzt ins Training einbauen. Längere Spielphasen und denke ich, dass wir dann auch gut gerüstet sind für Samstag gegen Duisburg. Wie habt ihr denn die spielfreie Zeit genutzt? Habt ihr intensiver trainiert oder hast du der Mannschaft auch mal eine Pause gegönnt? Ja, also wir haben nach dem Königsdorf-Spiel noch eine Woche trainiert und haben dann auch gesagt, mal zum Runterkommen, mal nicht in die Halle nach 16 Wochen insgesamt, also mit Vorbereitung und Saisonstart, haben wir mal gesagt, wir machen mal eine Woche Pause. Und seit letzter Woche trainieren wir wieder, also sprich, wir sind wieder frohen Mutes dabei und haben uns jetzt 2 Wochen vorbereitet auf das nächste Spiel. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, das letzte Spiel gewonnen, leider aber mit dem traurigen Beigeschmack, dass sich die Sabrina verletzt hat. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, es war leider ein sehr teuer erkaufter Sieg. Saps ist mit einer Leistungsträgerin gewesen in den ersten Spielen. Ja, sie wird jetzt Mitte November wahrscheinlich operiert. Ja, aber fällt dann natürlich aufgrund von der Reha sicherlich den Rest der Saison aus. Aber gut, so eine Kreuzbandverletzung birgt immer mindestens 6 Monate. Unsere Saison ist leider halt nicht so lang. Von daher, Sabrina ist aber jedes Training dabei, möchte bei der Mannschaft dabei bleiben, macht für sich ihre Übungen. Man merkt halt, dass sie da voll fokussiert ist, schon an ihrem Comeback zu arbeiten. Leider aber nicht mehr diese Saison. Aber wir hoffen dann, drücken die Daumen, dass es dann zur nächsten Vorbereitung dann wieder sich voll einsteigen kann. Feedback von meiner Seite, was mir super gefallen hat, unter dem Titel Comeback Stronger. Wie fandst du denn die Reaktionen von dem Umfeld, aber auch von der Mannschaft auf die Verletzung? Ich fand es beeindruckend. Ja, es war natürlich erstmal ein Schockmoment. Das war so eine undurchsichtige Situation. Also es sah natürlich so aus, dass Sabrina sich verletzt hat, aber dass es jetzt so eine Riesenverletzung ist, dass quasi die Saison vorbei ist. Damit haben wir nicht gerechnet, was im Spiel deswegen nicht so ganz klar war. Deswegen haben wir dann auch unseren Stiefel in Königsdorf runterspielen können und nicht erwartenderweise sehr souverän gewonnen. Ja. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Positiv fand ich jetzt, darauf bezog sich mein Kommentar, weil ich viel positiven Zuspruch für Sabrina bekommen habe und ich glaube, dass es auch wichtig ist, als Mannschaft genau in der Phase dann zusammenzustehen und dem Mädel dann den Rücken zu stärken. Das fand ich sehr positiv und sportlich natürlich auch das 4:4-Punkt. Ich denke, damit bist du zufrieden bisher, oder? Ja, wir haben ja vor dem Saisonstart gesprochen. Wir hatten ein sehr knackiges Auftaktprogramm, wo ich gesagt habe, da sind 3 von den 4 Mannschaften spielen 3 um den Titel mit und wir gehen dann mit 4:4 Punkten raus. Also man kann in dem Sinne schon von einem sehr gelungenen Start reden, den es aber jetzt zu stabilisieren gilt, gerade jetzt in den Spielen, wo es darum geht, die Punkte gegen den Abstieg, also für den Klassenerhalt zu holen. Und da zählt das Heimspiel gegen Duisburg am kommenden Wochenende natürlich komplett dazu. Perfekte Überleitung, wenn man auf die Tabelle schaut, mag man ja durchaus denken, Duisburg haben wir schon in der Tasche, Heimspiel Hölle West. Ich glaube, davor kannst du nur warnen, ne? Ja, also ich warne schon seit dem Sieg in Königsdorf davor, dass wir das auf keiner leichte Schulter nehmen werden. Wie sich letztendlich zeigen wird, ich denke, in der Mannschaft ist das kein Problem, aber natürlich auch von außerhalb ist die Erwartungshaltung natürlich da. Das kann man auch keinem denke ich, verwehren. Wir werden unser Bestes geben, wie in den Spielen zuvor auch. Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten. Haben wir heute mit der Videobesprechung angefangen. Wir werden jetzt die 2 Trainingseinheiten dafür nutzen, auch jetzt am Feiertag vor dem Spiel. Und dann hoffen wir, dass wir gut gerüstet auf die Duisburger, die, muss man auch sagen, ein wenig auch mit Verletzungspech zu tun haben, auch schon seit Anfang der Saison. Und sie halten größtenteils des Spieles mit und verlieren hinten raus so ein bisschen an Konstanz. Da müssen wir halt hin, dass wir sie von vornherein so bekämpfen, dass gar kein Zweifel aufkommt. Und genau das habe ich auch in der Schlussbesprechung gerade zur Videoanalyse mitbekommen. Liebe Zuschauer, liebe Freunde vom HC Weiden, unterstützt die Mädels. Wir haben am Samstag, glaube ich, einen tollen Handballtag vor uns, Marc. Spieltag vom HC, ja. Geht ja um 16:30 los mit der zweiten. Die Damen spielen dann um 17:30 gegen Duisburg. Also die zweite hat sogar noch ein Loch, ein Lokalderby gegen Stolberg, auch ungeschlagen bisher in der Verbandsliga. Und zum Abschluss dann die erste Herren gegen Dormagen. Sicherlich ein toller Handballtag,
den sich niemand aus Weiden entgehen lassen sollte. Und aus der Umgebung. Ihr seid herzlich eingeladen. Marc, an dich vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und wir sehen uns am Samstag. Toi, toi, toi. Und Dankeschön. Ich drücke die Daumen. Danke, Marc.